Vergleich mich doch nicht mit 50 Cent, Alter, dem halben Dollar. King Krass. King Krass, DPO, ja. Ich komme wieder wie ein Star. Daher gesteppt und step einfach wieder zum Casting. Der Boden sagt zwar nein, auf keinen Fall, denn nicht für Wahnsinn. Ich mach angeblich zu viel aggressive Untergrundmusik, sagt der Dieter. Nur weil ich ihn nicht abkann und gern den Knüppel geben würde, will der Bohlen mich einfach nicht zum Recall lassen, ja. Oh, yeah. Bestas. Letzte, mein Freund Dieter, denn du weißt genau, lässt du mich zum Recall zu. Ist deine ganze beschissene Einmischerei bei Hip-Hop vorbei? Denn ich bin nicht Crow oder so. Ich setz dir die Panda-Maske auf und wickel dir den Arsch extrem hart. Ja, Nadel hält die Cam und Verona ist auch da. Mit der Peitsche gibt es dir dann ja immer auf die Gruppe von Estefania. Sherry, Sherry Lady, I fuck your ass, bitch. I fuck your ass, bitch, Bohlen. Du bist ohne Thomas Anders einfach nur ne Witzfigur. Was hast du denn mit Musik zu tun, frag ich dich. Modern Talking ist für mich, wenn die Bitch mit dem Schwanz im Munde spricht. Yeah, let's talk about Baby Dieter, sie ist ein Deutschlands next Superstar. That I am, DPO, krass, King, krass. Weißt du, du und der Stein, ihr regt mich immer auf bei jeder Gelegenheit. Ja, ich mein, der Geißen kann ja nicht dafür, der recherchiert nur schlecht oder lässt es tun. Auf jeden Fall stimmen die Jahreszahlen nicht von euren Tracks. Und ganz ehrlich, den Stein sein Gewäsch geht mir so auf den Sack. Kommerz ausbeutet die fette Sau, ist genau wie du. Denn mit einem Beat 36 Tracks zu machen, das ist krass. Ja, das kann nur der Dieter bringen. Und seine Fans sind so behindert und hören nicht genau hin. Lassen sich verscheißern mit einer Melodie. Sherry, Sherry Lady, suck my dick, bitch. Ja, Bohlen, was ist jetzt mit dem Record, wenn ich zum nächsten Casting komme? Ja, ich komm auch nach Köln gesteppt. Und dann komm ich mit Ex-Schwester S bei dir an. Und dann hab ich Rückenwind mit Thomas D. Ist doch logisch, denn ich gesteh, ich hasse dich von ganzem Herzen, ja. Du bist kein Produzent, du bist ne Schande. Aber eins muss man dir lassen, es gibt größere Idioten als dich, nämlich die den Mist auch noch vermarkten und damit Euros scheffeln.